Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nicht-Muslime. So nah warst du dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch nie gewesen. Wir befinden uns in der Masjid al-Nabawi und nur ein paar gezählte Meter von uns entfernt. Dort wurde der gesamte sallallahu alaihi wa sallam, das beste Geschöpf auf der gesamten Welt, dort wurde er begraben. Und dieser Mann ist ein Mann, der für uns eine gewaltige Vorbildstellung hat. Ja, man muss sogar seinen Namen in der Shahada erwähnen, dass der Islam überhaupt von einer Person gültig ist. Macht ihr selber ein Bild, wer dieser Mann war. Zu schade, dass wir sehr wenig über ihn wissen. Möge Allah Azza wa Jal unser Wissen über ihn mehren. Und ich möchte dir hier nur eine Sache mitteilen, O Diener Allahs. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim, dass er diejenigen liebt, die nach ihm kommen. Das heißt, er wird sie nicht mehr sehen. Und er sagte, einer von ihnen, von denen, die nach ihm kommen, ist bereit, sein gesamtes Vermögen und seine gesamte Familie herzugeben, nur um ihn ein einziges Mal zu sehen. Frage dich, das ist der Maßstab für deine Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bist du bereit, dein ganzes Vermögen herzugeben oder deine ganze Familie, um ihn einmal zu sehen? Wenn ja, dann beglückwünsche ich dich. Du gehörst zu den besten Gläubigen und zu denjenigen, die ihn tatsächlich lieben. Und ich sage dir eins, wenn du bei dieser Antwort noch zögerst, so wisse, wenigstens komm hierher und sei ihm so nah, wie du ihm noch nie so nah gewesen bist. Und subhanallah, vor dem Grab haben wir gelernt, ist die Sunna, die Ibn Umar radiallahu anh uns beigebracht hat, dass wir sagen, wenn wir vor dem Grab vom Propheten sallallahu alaihi wasallam stehen, Assalamu alaika ya Rasulallah, Allahu Akbar. Welche Nähe zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und umso mehr wirst du hier die Sunna praktizieren und sie lieben lernen. Und du solltest wissen, O Diener Allahs, wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebst, dann ist das Iman. Er sagt in einer anderen authentischen Überlieferung, er wünscht sich, seine Brüder zu treffen. Er hat Sehnsucht nach ihnen. Allahu Akbar. Warum? Er sagte, einer von ihnen hat mich nicht getroffen, aber er praktiziert meine Sunna, als ob er mich getroffen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihm versammeln, Yawm al-Qiyamah. Eine kleine Geschichte noch, liebe Geschwister. Ich habe hier zwei Jugendliche getroffen, die mich kannten. Und ich fragte sie, ob sie lieber hierher kommen oder woanders Urlaub machen. Ich fragte, kommt ihr lieber nach Mekka und Medina oder in die Malediven? Sie sagten zu mir, was sind die Malediven? Wir lieben nur Mekka und Medina. Sie waren vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt. Walhamdulillah, Allah hat ihnen diese Liebe gegeben und das hat mich noch stolzer gemacht. Möge Allah uns alle auf einen geraden Weg befestigen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.